Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. So, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserer kleinen Übersicht hier und zu einigen kleinen Informationen. Denn in der letzten Folge haben wir ja unsere dritte Runde gespielt und haben uns ein paar Skill Points erworben und diese auch verteilt. Das hat natürlich dann dazu geführt, und das habe ich euch versprochen, dass wir dann natürlich dann auch schauen, dass wir mit unserem Rating etwas nach oben gegangen sind. Wir haben jetzt die 80 geknackt und sind jetzt also ein kleines bisschen nach oben gestiegen. Und das hat Folgen und Konsequenzen für unsere vierte Runde, die wir heute spielen wollen. Wir gehen nun in die Final Round in unserer Karriere. So, hier müssen wir rein. Und wir werden im Career Setting hier nochmal die AI etwas anpassen. Und zwar auf 80. Das Ganze werden wir speichern. So, und diesen Wert werden wir jetzt auch erstmal beibehalten, bis wir ein Rating haben von 85. Und dann ziehen wir das nochmal hoch auf 85. Und so werden wir das dann die ganze Zeit beibehalten. Ansonsten beobachten wir das Ganze natürlich noch, ob wir hier nochmal was ändern müssen. Aber nichtsdestoweniger werden wir dem Feld jetzt ein bisschen die Chance geben, uns das Leben schwer zu machen für die vierte Runde bei der Amateur Championship auf dem Old Course in St. Andrews. Und wir werden jetzt nach Schottland gehen. So, vierter Spieltag. Ich muss mal hier schauen. Ich glaube, der hat auch schon sogar den vierten, das Outfit für den vierten Spieltag. Final Round, das ist unser Final Round Outfit. Und dann lasst uns mal losgehen. Ups. So, dann lasst uns mal los. Ah, Augenblick mal. Habe ich da gerade was gesehen? Ah, okay. Hier kann man übrigens auch links unten, also neben meinem Spielernamen, beziehungsweise das ist eher mein Account, kann man also auch sehen, dass wir den OVR von 80 erreicht haben. Naja gut, ist schön versteckt und kann man auch fast nicht erkennen. Okay, Freunde, wir legen los. Wir starten in die vierte Runde St. Andrews, die Final Round. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen. The Old Course of St. Andrews Links. EA Sports is proud to present continuing coverage of the world of golf. Today, live coverage comes your way of the final round. What a week and weekend this has been so far. Everything you want in a golf tournament. By nightfall, we will have our winner. As you take a look at the current leaderboard on this Sunday afternoon, our leader is indeed our featured golfer. It has been a textbook performance to this point. Ja, und wir wollen auch schauen, dass wir diese Performance beibehalten. So, die Sonntagsfahnenpositionen. Ich bin mal gespannt. Traditionell müssten die ja jetzt etwas schwieriger sein. Ihr seht es. Die ersten drei Runden, eine 63, 64, 61 haben wir gespielt, sind also mit 28 unter Par wirklich hervorragend in diese Karriere, in diesen Karrieremodus gestartet. Wir schauen nochmal aufs Leaderboard, denn die ersten Paarungen sind draußen. Wir müssten die letzten sein, die hier rausgehen, und man sieht es, hier wurde minus 1, plus 1 bisher gespielt. Also das heißt, wir müssen hier nicht angreifen, wir sollten unseren Score gediegen hier hereinbringen können, um diese Championships zu gewinnen. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie sich das hier dann noch verhält oder entwickelt. Wir wollen loslegen. So, da wollten wir nicht rein. Da wollen wir rein. So, und wir schauen mal kurz nach dem Wind. Der Wind, heute haben wir ein bisschen Gegenwind. Okay, deswegen werden wir aber trotzdem nicht den Driver nehmen, sondern wir bleiben bei unserer Strategie mit dem Hybrid. Werden jetzt aber mal hier ein bisschen auf die linke Seite gehen. Und ich wünsche uns allen wieder ein schönes Spiel für diese Final Round. So, den haben wir auch wieder gut platziert ins Fairway gebracht. Let's bring a Nota Begay the third once more. Nota, when you were a kid with those
big dreams. You know, 11, 12 years old, you're on the putting green practicing all those hours. The four-footer was for what? Well, these four-footers, a lot of four-footers today are going to be for one of the biggest prizes in golf, and that's an invitation to the Masters and to the U.S. Open. And for any young golfer trying to work their way up the ladder, those are the pinnacles of achievement in our game. So a lot at stake today, a lot of pressure. Let's see how it goes. Ja, genau. Wir werden sehen, wie wir heute mit dem Druck umgehen werden. Also ihr seht es hier, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Backspin. Ihr seht es, dass das Grün vorne gleich runterfällt Richtung Wasser und da bringt man keinen Ball mehr zum Liegen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen und wie gesagt, wir werden heute schauen, dass wir uns ein ordentliches Ergebnis spielen, aber wir müssen eigentlich auch nichts riskieren und vor allem nicht so früh hier am Tage. Oh, this could be trouble. Oh, und da rede ich noch davon und da rede ich noch davon und oje, oje, oje. Gut, da bin ich jetzt mal gespannt. Da kriegen wir bestimmt einen Free Drop. Okay. Ja, das ist übrigens auch so eine Sache. Ja, so, jetzt, das ist auch so ein Punkt. So, jetzt, ja, eigentlich nicht näher zur Fahne, ne? Also das ist jetzt schon wieder so eine Geschichte, wo man sagt, ja, na, ich weiß nicht. Also da ist die Regelauslegung schon sehr, 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 sehr großzügig. Okay. Ja, also normalerweise nicht näher zur Fahne müsste man jetzt zwei Schlägerlängen entweder rechts oder links. Also eher rechts müsste man dann irgendwo eigentlich droppen. Und der hat tatsächlich jetzt praktisch näher zur Fahne gedroppt. Also wir hatten Glück. Das muss man schon mal erstmal sagen. Wir hatten Glück, dass der Ball nicht ins Wasser gefallen ist, sondern dass ihn die Steinmauer aufgehalten hat. Aber, ne, da sage ich es noch. So, linke Lochkante, aber dann bricht er wieder ein bisschen rüber. Linke Lochkante. Ordentlich. Moving now to the 411-yard par-4 second featuring the first of the old course's double greens. Best to work a little left off the tee to avoid gorse and bunkers on the right. The ideal spot is just to the right of Cheek's bunker. So, also wir sind uns einig, also da hatten wir jetzt wirklich sehr, sehr viel Glück. Wollten eigentlich hier das Wasser aus dem Spiel nehmen und dann war der Ball viel, viel zu kurz. Und ja, also da hatten wir sehr viel Glück. Und was das Thema Droppen angeht oder Penalty, also da muss man mit Sicherheit nochmal, und das gerade hier in St. Andrews, wo ja die Regelschmiede in Anführungszeichen ist, wo die Regeln ja festgelegt werden, also die Golfregeln. Und ja, okay, reden wir nicht weiter drum. Abhaken, wir gehen zum nächsten Loch. Das war jedenfalls eine good decision für uns und wir haben unser erstes Birdie für die Runde gespielt, liegen jetzt 29 unter. Ja, und werden hier den Ball auf die linke Seite legen mit einem Fade und lassen ihn hoffentlich gut laufen. Yep. Nicht overswingt, ein bisschen underswing. And this round starting off strong after the birdie at the first. This in the fairway at number two. Ja, an der Stelle ganz kurz auch. Ich habe immer das Gefühl, klar, wenn man ein bisschen anders swingt, dann hat man keine Probleme mit der Kurve. Dann kriegt man eigentlich den Schlag gut hin. Spin this if he wants. 96 yards left for his second. Wenn man natürlich dann overswingt, dann hat man als das Problem, dass er die Kurve nicht annimmt. Also auch hier der kleine Tipp. So, wo haben wir die Fahnenposition? Links ist dieser böse Bunker. Da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Der Wind drückt ihn sowieso ein bisschen rüber. Wir haben einen 54er Wedge, wollen eigentlich nur aufs Grün. So, dann schauen wir mal, wo wir den zum Liegen bekommen. So, wir geben ein bisschen Spin nach vorne. Gut. Ja, also wenn ich natürlich sage Spin nach vorne, dann ist damit einfach nur gemeint weniger Backspin. Situation from that distance and far from the best shot I've seen today.
Birdie yep. opportunity at two, and Nota Begay is down there. And this putt moving right the whole way, got to keep the pace up to hold its line. Ja, also da müssen wir kontinuierlich nach oben putten. Also ich wollte den Satz nochmal vollenden. Wenn ich natürlich sage, hier Spin nach vorne, dann meine ich natürlich jetzt von der Steuerung, weil wir können nur den Backspin verringern. Also Spin nach vorne ist eigentlich, glaube ich, nicht möglich. Gut, aber wenn wir den Backspin verringern, dann wird er natürlich nicht so zurückziehen, bleibt eher liegen oder rollt eben noch ein bisschen aus. 30, 30 und wir müssen nach oben spielen. So, da hinten läuft jemand. Normalerweise wird jetzt jemand rufen, dass er stehen bleiben soll, weil dessen Spieler ja natürlich gerade, wenn man die Richtung puttet, irritiert. Aber wir sind da jetzt mal großzügig. So, wenn wir dem ein bisschen mehr was mitgeben, dann müssen wir den etwas flacher spielen. So, jetzt habe ich wieder natürlich vergessen. 30, okay, sorry. So, 30. Wir wollen den etwas flacher spielen. Yes, can't ask for better start to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. And he's going to move to 30 under par. On the tee box here at the third now, Frank, all these holes look relatively straightforward. Can a golfer get lured in a kind of a false sense of security off the tee here at the Old Course? Well, you can. This hole, the third hole, even shorter than the second, so reachable. But a lot of people tend to bail out towards the left. That's the middle of the golf course. And that leaves you a devilish little pitch or short wedge across that big gaping bunker that protects both the third and the 15th green. So once again, I want to drive the ball down the right side, but there's a series of pot bunkers there. Ja, die berühmten ernstzunehmenden Pot Bunkers. So, ganz kurz nochmal, auch jetzt gerade hier vor dem Putt, auch das gilt auch fürs richtige Golfen. Wenn man einfach ein bisschen unsicher ist oder irritiert wird oder dann irgendwie ein Problem hat, einfach nochmal weggehen. Also man sollte sich hier nicht zu schade sein, einfach nochmal vom Ball weggehen, sich nochmal davon überzeugen, dass die Entscheidung, die man getroffen hat, doch die richtige ist und dann mit Selbstbewusstsein rangehen und durchführen. Das ist so ein grundlegendes Prinzip, was man sich auch fürs richtige Golf merken sollte und nicht einfach dran hinstellen und sagen, wird irgendwie schon gehen. Das funktioniert meistens nicht. Also deswegen genau nochmal abbrechen, nochmal konzentrieren, nochmal überprüfen und dann nochmal rangehen. Okay, das nochmal zu dem Putt von vorhin und es hat sich ja gezeigt, es hat sich gelohnt. Wir haben wieder ein weiteres Birdie hier bei uns auf der Scorekarte. Hier werden wir wieder nichts anbrennen lassen. Den Ball natürlich wieder hier vor diese Welle hier legen, auch wenn die Fahne sehr weit hinten steckt. Aber 350 Yards ist jetzt für uns keine Entfernung. So, wir nehmen das kleine Hybrid, ja klein, Hybrid 3. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz auf einen Kommentar eingehen, weil ihr könnt ja hier, und ich sage das immer wieder, ich spiele den Ball hoch an, eben high, oder ich spiele den Ball flach an. Und da gibt es jetzt in den Kommentaren, gab es da jetzt die Frage bzw. die Anmerkung, dass das eigentlich umgekehrt sei, wie ich das hier sage, weil man davon ausgeht, dass das mit damit zu tun hat, wo man den Ball trifft. Also ich habe die Erfahrung gemacht und man sieht es ja auch, wenn man sich die blaue Linie anguckt. Wenn ich hier auf hoch gehe, dann wird der Ball höher angespielt und wenn er höher fliegt, dann wird er eben auch weniger rollen. Das erreicht man zum Beispiel eben beim richtigen Golf auch damit, dass man eben den Ball auch ein bisschen höher auftieht, damit man mehr drunter kommt und dann eben der Ball leicht höher fliegt. Wir reden ja nicht von sehr großen Entfernungen, aber ich erreiche halt damit, dass nochmal vielleicht der Ball 2-3 Meter kürzer fliegt und halt ein bisschen weniger Spin drauf hat. Und wenn ich hier auf Low gehe, dann versuche ich eigentlich wirklich von oben mehr drauf, den Ball drauf zu gehen und dass er dann flacher fliegt, mehr rausfliegt und dann müsste er eigentlich auch mehr Roll bekommen. Also so ist jedenfalls meine Erfahrung und deswegen mache ich das auch immer und deswegen sage ich das auch so. Also meine Erfahrung ist eigentlich, wenn ich den High spiele, dass er dann ein bisschen weniger rollt
Und wenn ich in Low spiele, dann müsste er eigentlich mehr ausrollen. Aber wir reden jetzt nicht über große Entfernungen, sondern ja, über 2, 3 oder 4 Meter. Das Ganze kann man sich natürlich auch mal angucken und testen, weil wir haben ja immer nach dem Schlag diesen Apex-Wert. Und dann kann man natürlich auch mal gucken, wie sich das Ganze verhält mit verschiedenen Schlagformen. So, das dazu. Aber gerne bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht oder wie da eure Erfahrungen sind. Also so habe ich das halt immer bis jetzt gespielt. Und so ist eben meine Erfahrung. Aber gerne bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine andere gemacht habt. So, wir werden jetzt den Ball... Haben wir uns wieder ein bisschen hier ver... Ja, genau, da wollten wir hinspielen und wir wollten natürlich ein bisschen gegen den Wind spielen. So, okay. Ja, das war jetzt wieder ein bisschen über, aber ist anscheinend kein Problem. So, er wird hier... Ja, hoch wird er nicht mehr kommen. Aber er kommt wieder runter und das ist gut, weil dann liegt er unten schön flach. So. Perfect spot to play this second, middle of the fairway. Puh, ihr seht es. Ups, ihr seht es. 60er. So, ihr seht es. Hier ist ein Loch. Und hier haben wir eine Welle. Idealerweise würde man jetzt versuchen, dass der Ball hier oben aufkommt und dann praktisch zur Fahne runterrollt. Wobei man natürlich hier dann diese kleine Welle hat, die nach rechts drückt, sodass der Ball eigentlich rechts weggeht. Also es ist eine schwierige Pin-Position. Und wenn wir natürlich dann später hier im Loch liegen, müssen wir bergauf und dann wieder ein bisschen bergab putten. Also da ist es jetzt echt zu überlegen, wo schlägt man den Ball hin. Denn wenn wir hier oben liegen bleiben und den Berg darunter zu putten, dann denke ich auch nicht, dass er am Stock liegen bleibt, sondern über darüber hinaus rollen wird. Also hier wäre auch wieder fast der cleverste Schlag, hier hinten rein und den backspinnen zu lassen und dann zu hoffen, dass er hier eben ja diese Welle dann hier nimmt und dann rechts rüber rollt. So, jetzt haben wir noch Wind. 60er, 50er könnte zu weit sein. Gut. Ja, okay, das war jetzt nicht die volle Power. Wir werden ein bisschen nach rechts drehen. Ja, okay. Wir liegen jetzt in der Kugel, aber das ist nicht ganz so schlimm. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Now this nota for birdie. And this has a pretty clear right to left break to it. Players gotta recognize the speed. This is one that guys leave short quite a bit. Ja, also es geht die erste Hälfte den Berg hoch und dann ist es doch flach. Also es sieht doch nicht so aus, als wenn es runter geht. Ist also überschaubar. Okay. So. 24. Da wir erstmal kräftig hochspielen. Und wir ihm Gas geben oder wir mitgeben müssen. So, bleiben wir etwas innen. Ah, ist sofort links rüber gebrochen. Sofort. Der war überhaupt nicht auf der Linie, wie man so schön sagt. Gut. Aber der Rückpart sieht eigentlich relativ leicht aus. Yep. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll remain 30 under par. At the fourth hole now, and Frank, this one looks as though it might require a little bit of club selection off the tee. What are we looking at, partner? Well, there is two ways to play the fourth off the tee. You can hit it down the right side, but it really starts to narrow up and it's slightly shorter. Most players go towards the middle of the golf course and try and get it on that plateau. But this certainly the first hard hole you see at St. Andrews. So, wir stehen an der 4 mit 457 Yards. Ist das ein ordentliches Par 4. Bis jetzt haben wir hier immer gut gearbeitet, konnten hier um diese Welle hier herumspielen, lagen nicht im Gemüse.
Und das wollen wir auch so beibehalten. Diesmal müssen wir aber weiter links anspielen, weil der Wind von links kommt. So, und werden dann schauen, dass wir den hier richtig schön gerade... Augenblick. Nein, da vorne hat es keine Bunker und es würde... Da gibt es die Welle. Nee, das sollte eigentlich so passen. So, das war eigentlich ein guter Schwung. Ja, und er springt hier rüber und das passt. Driving's been sensational all week and here's another one that's gonna set up nicely. 259 Yards wieder Carry geschlagen und am Schluss 316 Yards, das heißt wieder mal über 50 Yards gerollt. Das ist ein ordentliches Ergebnis. Ready for a second shot, trying to knock it on the green. Wir haben ein Eisen 9 für den Schlag ins Grün. Und da oben ist eine Welle. Das müsste eigentlich den Ball sofort zum Bremsen bringen und den wieder runterrollen lassen. Ja, das Risiko ist natürlich auf der linken Seite dieser Bunker. Ne? Der ist natürlich nicht ohne. Ich wiederhole mich gerne. Bisher haben wir die Bunker aus dem Spiel genommen. Der Wind drückt ein bisschen rüber. Oh, das war jetzt ein bisschen überdreht. So, spinnen. Gut. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Now note this for birdie. And this is not the place to be. It's a really tough side hill putt. He's got to push it out to the right and then let it drift back to the hole. So, 17. Ja, der ist schon nicht wieder mal ohne. Mal schauen, ob da genau das gleiche passiert wie an der vorigen Bahn, dass der uns sofort links wegbricht. Deswegen würde ich den jetzt ein kleines bisschen weiter oben, ein bisschen mehr rechts. Ja, jetzt nicht. Und jetzt bleibt er rechts vom Loch. Naja, okay. Just gonna sneak on by. Yeah, he needed to play it out a little bit further. And he also needed to hit it just a little harder. Okay, that one finished off. 4 apart. And he'll remain right where he is. Well, here's a real scoring opportunity. The first par 5 on the front side at St. Andrews, the 5th hole. It's only 514 yards. That green, how's this, is a football field deep. The key here, yet again, avoiding the big bunkers. They're called the Seven Sisters bunkers off the tee. If you do that, you'll have a great chance to get home in 2. So, bevor wir abschlagen, ganz kurze Information für euch. Wenn ich hier die Aufnahmen mache, und zwar die dritte, vierte Runde, habe ich mir jetzt mal gedacht, spiele ich mal zügig hintereinander durch. Ist es Samstag früh, weil es sind ja 1. Mai Feiertag und ich werde ein paar Tage wegfahren. Also bitte nicht wundern. Es wird jetzt ein paar Videos weniger geben. Auf der anderen Seite möchte ich hier auch meine Techniker ein bisschen umstellen. Ich habe mir Equipment besorgt bzw. geordert und das möchte ich dann eben auch hier einbinden, aufbauen und muss da dann auch ein bisschen üben und so weiter. Deswegen wird es die nächsten Tage Videos geben, aber nicht mehr ganz so viele hintereinander. Also, ich bitte um etwas Verständnis und dann schauen wir, dass wir aufs nächste Wochenende hin wieder mal ordentlich Gas geben. Aber ich wollte unbedingt heute auf jeden Fall diese Amateur Championship zu Ende spielen, um zu sehen, was dann passiert. Ob wir tatsächlich unseren ersten Pokal mitnehmen und ins Regal stellen dürfen. Aber was ja noch viel, viel wichtiger ist, natürlich die Qualifikation für die 2 großen Majors, die dann anstehen werden. So, in der Vergangenheit haben wir immer geschaut, dass wir nicht zu weit kommen, denn da hinten sind diese Rafflagen, da wird es dann auch eng im Fairway. Und dann haben wir natürlich hier noch Bunker, die wir nicht, die wir auf keinen Fall kennenlernen wollen. 7 sollen das 7 sein, hat er irgendwas von Seven Sisters gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, hier auf der linken Seite hat es nichts. Aber man sieht auch,
da drüben. Okay. So, wir werden wieder mal versuchen, einfach mit unserem Hölzchen. Aber da habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass der gut laufen wird. Paar 5. Wir könnten natürlich dann auch wirklich mal versuchen, wieder hier auf einen Igel zu gehen. Warum nicht? Okay. Ja. So, kleines bisschen reindrohen. Ja, nimm die Kurve an. Das sieht erstmal gut aus. Ja, das passt. Sofern er jetzt nicht rechts achten. Ja, da wollten wir die linke Seite aus dem Spiel nehmen und sind jetzt rechts im Rough gelandet. Ja, das kann man normalerweise nicht mit dem Holz schlagen. Dafür hat man das Hybrid. Aber wir schauen mal. Ja, wie er vorhin schon sagte, das ist natürlich dieses unheimlich große Footballfeld, große Grün. Normalerweise hat man hier keinen Spin. So, wir werden das mit dem Eisen 4. Wir gucken, dass wir hier einfach... Ja, okay, da hat es die False Front. Mit dem Eisen 4 einfach hier reinkommen. Und dann schauen wir mal, was wir hier an Spin drauf kriegen. So, weil jetzt läuft er natürlich. Und jetzt wäre es natürlich schön, dass er irgendwann mal liegen bleibt. So, hervorragend. Aber wir liegen natürlich auf dem Grün und das Grün kann man ja auch hier nicht verfehlen. Green under regulation. Green in two, this a sizable putt for an eagle. Ja, 58 Fuß ist natürlich jetzt wieder ordentlich, fast 20 Meter. Gerader Putt, also kein Höhenunterschied. So. Wir hatten bis jetzt auch noch nicht das Phänomen, dass wir unter einem Fuß liegen geblieben sind, weil ich hatte ja im Gameplay eingestellt, dass er unter einem Fuß automatisch puttet. Ja, das ist... Ja, die Zuschauer sind ruhig. Die erwarten natürlich hier jetzt einen Igel. Die wollen jetzt einen Igel sehen. Zu kurz wollen wir nicht bleiben. So. Bisschen mehr nach innen. Noch ein bisschen mehr nach innen. Und dann auf keinen Fall zu kurz. Na, geht rechts vorbei. Dann doch zu viel nach innen. Good is that. Those are the kinds of long distance putts you'll see here in Scotland. And that was judged about as well as one can. 4 feet now for birdie. Yes, a good roll there. That's in for birdie. And that score continues to impress. He is now at 31 under par. Moving on to the par 4 sixth hole here at the birthplace of golf. This hole shares a green actually with the 12th. How do you work your way around this hole, Frank? Some sort of tee shot. 3 bunkers that look like they're in the left center of the fairway and a series of bunkers down the right. So somehow bisect those and then you set yourself up to a green with a false front. So, da haben wir also wieder die 6. Und die Fahne steckt da hinten links. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so trivial. Aber das haben wir ja auch nicht am Sonntag zu erwarten. 380 Yards. Wir können hier eigentlich mit dem Driver loslegen. Und da sehe ich jetzt gar keine Probleme. Wir werden den ein bisschen drohen, damit er Richtung Fahne rollt. So hoffe ich. Gut, den haben wir ordentlich erwischt, aber er nimmt ein bisschen mehr Kurve, habe ich den Eindruck. Driving's been sensational all week and here's another one that's gonna set up nicely in the fairway. Gut, er bleibt im Fairway liegen, das passt.
60 Yards noch bis zum Loch. Das wird ein Pitch werden. From well down the fairway, this a bit of a tricky distance for his second. Ja, das sehe ich auch so, weil wir haben natürlich hier diese, ja, kaum Grün zum Anspielen und dann Pitch. Der Longflop reicht gar nicht. Boah, der Runner macht man eigentlich nicht, wenn man kein Grün hat. Nee, nicht der Runner. Runner war da nicht noch irgendwie so ein Spinner? Ach, den haben wir gar nicht, glaube ich. Doch hier den Spinner. Aber da braucht man eigentlich Grün, damit nämlich der Spin auch wirklich greift. Es hilft nichts, wir werden den pitchen müssen und müssen hier dann durch diese Welle. Okay, 60. Tja, da müssen wir irgendwo aufkommen. Ja, da müssen wir eigentlich irgendwo aufkommen. Er wird ein bisschen bremsen. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, was passiert. So, zack. Und er rollt er noch aufs Grün? Ja. Soweit passt es. Kein Problem, wir haben wieder die Chance auf ein Birdie. And this is a putt pro's practice for hours. Slightly uphill and dead straight. Ja, es geht ein bisschen bergauf die ganze Zeit. 22. Ja, wir müssen auf jeden Fall rechte Lochkante und dann wird er rüber breaken. So. Und jetzt komm. Ja. Yeah, that's good putt. A birdie here at one. That's gonna move him to, you ready for this? 32 under. Now, seventh hole here at the old course, Frank. Ideal line, just hit your tee shot over the March stone. The bunker on the 11th green actually often comes into play, called the shell bunker. So anything a little bit right of that, but very difficult green for the approach shot coming up. So, die 7 mit 362 Yards ist eigentlich keine Wahnsinnsdistanz, aber wir kennen das Spiel schon. Wir müssen hier irgendwie gut in den Hang reinkommen und dann können wir hier rüber spielen aufs Grün. Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit entweder mit dem Hybrid oder mit dem Eisen 4. Der Wind drückt den rüber. Ich möchte ihn, wie gesagt, weg von den Bunkern haben. Wir nehmen das Hybrid. Ups. Wir könnten natürlich jetzt auch mal genau das probieren. Wir nehmen das Hölzchen und werden den hoch anspielen. Und dann schauen wir mal, ob er ebenfalls dann auch liegen bleibt. So, parallel dazu einen kleinen Draw. Gut, soweit passt es. Okay. Okay, und jetzt mal liegen. Ja, das passt. Die Welle wird er da vorne nicht mehr nehmen bis in den Bunker. Sehr schön. Auch hier wieder die Architektur ganz klar. Man versucht einigermaßen fair zu sein und immer vor den Bunkern oder so eine kleine Welle noch zu haben. Aber wenn er halt einfach zu schnell ist oder zu lang, dann liegt er halt im Bunker. Das 60er Wedge. Auch hier geht es natürlich runter. Ja gut, hier würde er dann auch erstmal fangen, damit er nicht in den Bunker fällt. So. In den Hang rein und dann müsste er ein bisschen runterrollen. Wir versuchen es. Sehr gut. So war die Idee, so war der Plan. He's been automatic on this front side. This for birdie.
Ja, es geht kontinuierlich einen Berg runter. Das heißt, sobald wir ihn antippen, wird er laufen. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde er hier einen Wahnsinns-Break haben. Ah, yes, runs that one right in. It's a birdie here at the 7th. And he's going to move to 33 under par. Arriving now at the first of only two par threes at the Old Course, 166-yard 8th, featuring a high-lip bunker guarding the front of the green that is difficult to hold. Ja, da haben wir jetzt diesen üblen Pottbunker, aber die Fahne steckt hinten im Grün. Das heißt, wir können da jetzt wirklich drüber spielen. Und der Wind wird jetzt uns auch ein bisschen helfen, dass wir hier auf der rechten Seite bleiben. Aber wir können da wirklich drüber spielen, weil wir haben genügend Grün zum Anspielen. Aber ist natürlich richtig, wenn er wieder zu lang ist und er hinten ins Gebüsch rollt, dann haben wir Trouble. Eisen 6, wir nehmen Eisen 7. Das sollte uns eigentlich reichen. Eisen 8 wird knapp. So, ein bisschen drawn. Ja, der war ein bisschen stark. Wir werden ein kleines bisschen gegenspinnen. Sehr schön. Auch das hat wieder hervorragend funktioniert. On the green, chance for birdie coming up. Birdie putt coming up and we go to Iona Stephen. And this putt's going to want to go left all day long. It's back up the slope as well. Ja, der ist schwer. Es geht permanent bergauf. So, wir haben ja mit unseren letzten Skill Points das Putten etwas verbessert. Ich weiß noch nicht, ob man das merkt. So, 36 war es doch, oder? 36. Ja, erinnert euch ja an den guten Spruch, the drive is for the show, the putt is for the money. Wir machen die Punkte hier auf den Grüns und deswegen müssen wir uns da wirklich sehr konzentrieren. Es geht permanent bergauf. Vier Inches. So, ein kleines bisschen mehr innen drin und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Nope, that no. Didn't quite turn as much as he'd hoped. Ja, 5 Fuß. Okay, good roll there. It is a par here at the 8th. And he'll remain well in control of this tournament. Ja, aber nochmal, wir müssen nicht enttäuscht sein, wenn wir kein Birdie spielen. Pärchen sind immer das Ziel. St. Andrews with the drivable 347-yard par 4-9. Biggest trouble here are Bose's and end-hole bunkers in the middle of the fairway. Avoid those and birdie or even eagle is a possibility. Ja, das ist möglich, ein Igel zu spielen, wenn man natürlich das Grün trifft. Und wir sind an der 9, dem letzten Loch der letzten Spielbahn, vor oder auf den Front 9. Und wir schauen nochmal hier ganz kurz ins Leaderboard. Und wir sind 5 unter Par, das konnte bis jetzt noch keiner spielen. Die sind an der 12, an der 12, an der, ja, die anderen spielen sogar über Paar. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Wir müssen weiterhin im Prinzip nichts riskieren. Aber dennoch hätte ich heute mal Lust, weil wenn der Ball hier rechts rausrennt in die Zuschauer, dann könnten wir heute mal schauen, was jetzt passiert, wenn wir hier doch diesen Drive spielen mit einem Fade. Ob wir den zum Liegen bringen. Also wie gesagt, ich glaube es fast nicht. Wir werden den dazu auch ein kleines bisschen höher anspielen. Denn dann, wie gesagt, sollte er auch ein bisschen kürzer fliegen. Und weniger rollen. Okay, die Kurve nimmt er an. Und landet zum ersten Mal im... Oh! Beautiful tempo to that swing. And this is going to wind up squarely in the fairway. Okay, da hatten wir auch wieder ein bisschen Glück. Da war der Golfgott gnädig mit uns.
So a big drive and not much needed to carry here for his second. Ja, jetzt haben wir doch mal ein bisschen sind wir auf Risiko gegangen und dann hatte ich schon echt die Befürchtung, jetzt landen wir in einem dieser, und das darf man ruhig so sagen, gefürchteten Pottbunkern, weil im Endeffekt aus den Bunkern dann noch ein ordentliches Ergebnis zu spielen, also meistens ist es ein gleichzusetzen mit einem Schlagverlust. So, wir haben einen Pitch auf 44 Yards, das heißt 30, ein bisschen mehr als 30. Damit wir den da hingerollt bekommen. 32, 33 mit dem 60er. Ich überlege gerade, wenn wir natürlich das 50er... Ja, das passt schon. So, ein bisschen rollen, rollen, rollen. Gut, die Chance hatte er. 13 Fuß ums Grün, beziehungsweise um den Stock herum, ist immer eine gute Entfernung für ein Birdie. Another Birdie. Ja, another Birdie. So. Er visiert die linke Lochkante an. Die linke. Könnte etwas zu schwach sein. Ja, ich wüsste es. Got it there, but not quite on target. Schade. So, und den stopfen wir. Okay, that's in for his par here at the ninth. And that will be a 31 on the front side, 5 under par. Starting off the backside here at St. Andrews with the 340-yard par 4 10th, named in honor of the great Bobby Jones, 1927 Open champion and 1930 amateur champion. Right center off the tee, ideal here. The fairway narrows around 280 yards, but the green is drivable. Ja, the green is drivable mit 333 Yards, aber das werden wir heute nicht mehr sehen, denn wir sind an der 10 und haben die Front 9 abgeschlossen. Wie immer gibt es jetzt eine kleine Pause. Das nächste Video, da werden wir dann die Back 9 spielen und dann schauen wir mal, ob wir den Pokal am Ende in die Höhe strecken dürfen. Ich darf mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für eures Feedback, für die Kommentare, natürlich auch für die Däumchen, die ihr immer da lasst. Und ich bedanke mich auch bei den Neuabonnenten dieses Kanals und freue mich, dass ihr auch zukünftig mit hier dabei sein wollt. Ich sage an der Stelle danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel. Wir sehen uns zu den Back 9.